Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier unterwegs und haben mir das Museum erkundet. Und wir sind hinter Dr. Klump her. So, ich glaube, das hier, das hatten wir schon beantwortet, ne? Das war ja das, oder? Nee, Moment. Nee, das ist eine neue Frage, Leute. Gut, würde ich sagen, geht's direkt los hier. 25 Millionen Jahre zuvor hat sich mehr und mehr Sauerstoff in der Luft angereichert. Warum? Wegen Photosynthese von Bakterien oder wegen, weil der Komet Halley auf die Erde gestürzt ist oder die Reaktion zwischen Gas und H2O? Ich glaube, Photosynthese. Perfekt. Aber ich habe das schon beantwortet. Doch, ich habe das schon beantwortet. Ja, okay. Gut, liebe Leute. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, einen Alarm deaktiviert. Na, Leute. Und da hinten, da ist doch so ein Raum da. Schaut doch mal da. Da ist doch so ein extra Raum. Naja, gut, Leute. Ich weiß jetzt gerade leider echt nicht, wo wir hin müssen. Die Verwirrung, der hat mich jetzt hier gepackt. In diesem Museum. Ich glaube, was zur... Dadurch, ne? War das dadurch? Ach so, nee, da waren wir doch schon, Leute. Da waren wir doch schon. Okay, andere Richtung. Ja, Leute, es ist ein... Warum kommen jetzt hier auf einmal Gegner? Warum kommen jetzt hier auf einmal Gegner? Naja, gut. Dann schieß auf den Pteranodon einfach und lass dich nicht von dem erblinden. So. Gut, weiter drauf. So. Sehr schön, easy. Zack, Medizin 3 eingesackt hier. Sehr schön. So muss das sein, Leute. Und, was ist das denn? Eier. Um Himmels Willen. Ich will da gar nicht dran denken. Wenn die schlüpfen. Und ja, liebe Leute, dann freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und, wir sind jetzt hier in dieser Haupthalle, ne? Wo das Labor vom Klump war. Da ist jemand drin. Aha. Da ist jemand drin, Leute. Okay. Wer ist denn da? Professor Klump, bewegen Sie sich nicht und tun Sie die Hände dahin, wo ich Sie sehe. Maeda? Ach so, ach. Ja. Da war es wirklich was ich testen musste. Kann ich meine Hände runternehmen? Ah, Maeda, okay, cool. Bist du hier ganz alleine zurückgekommen? Nein. Daniel hat mich den Weg begleitet. Also, wo ist er denn? Ja, er ist zum Krankenhaus gefahren und wollte irgendwas nachgucken. Er sollte schon auf dem Weg hierhin sein. Oh. Da, es gab vor kurzem allerdings keine neuen Verbrennungen, also ich, naja, ich habe wen gefragt, to make this back to the station, please use it. Ich habe wen gefragt, ob er das bei der Station behalten kann. Bitte benutze es. Was ist das? Yes, ja, das muss ich dir später erklären. Aber ich glaube, dass es könnte nützlich sein gegen Eve und die Kreaturen, die sie kontrolliert. Danke, ich denke mal, dass da muss ich einfach warten und gucken, was passiert. Maeda's Gun, Leute. Die wird sehr, sehr wichtig. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe auch irgendwas anderes gefunden. Als allererstes, es gab hier ein Blutserum mit Meyers Namen auf dem Kühlschrank, der draufgeschrieben war. Meine Schwester und... Nun, der Forschungscode für das war Eve. Eve? Dann ist Eve wirklich... Es scheint so, als hätte es... It appears to have been made up of
Es scheint so, als wäre Eve von Mayas Leberzellen gemacht worden. Er hat sie in der Vergangenheit gezüchtet. Was meinst du, wofür? Ich weiß es nicht. Es gibt keine Daten mehr. Aber es scheint so, als hätte Dr. Klump diese Zellen jahrelang gezüchtet. Oh mein Gott. Vor kurzem hat er scheinbar Forschung an künstlichem Sperma durchgeführt. Für Eve natürlich. Für Eve? Ja, er wollte die Mitochondria von dem Sperma separieren und ein komplett neues Spermium generieren. Spermium ohne Parasiten. Spermien ohne den Nukleus. Spermien ohne Mitochondrien? Ja, er nahm das Sperma, das er kreiert hatte, und hat es in das Hospital gebracht, das Krankenhaus gebracht. Dort wollte er dort wollte er diese... Ah, jetzt verstehe ich den Satz auch. Dort wollte er das Spermium künstlich in die Versuchspatienten einfügen, die sich dafür bereit erklären. Dann, wozu war diese HLA-Liste? Professor Klump? Ihr gewöhnlichen Wesen werdet niemals, niemals mein Wissensstand erreichen. Professor, ich nehm Sie jetzt fest als die Führerin von dieser Operation. Was die getan haben, das ist nichts, wo sie einfach mit wegkommen mit. Du bist so lächerlich, Bria. Warum dienen sie der Menschheit bei, wenn sie nutzlose Gesetze befolgen? Die sind nutzlos, haben Sie verstanden? Hahaha, ich denke, du hast es noch nicht deinen kleinen Freunden erzählt, was? Deine Mitochondria hat spezielle Kräfte. Hat sie es nicht? Ah ja? Okay. Aber traurigerweise hast du immer noch die Form eines menschlichen Wesens, oder nicht? Sie können sagen, was Sie wollen, aber ich bin nur hier, um Sie zu festzunehmen, Professor Klump. Ich lasse dich niemals mehr mit Eve durchkreuzen, hast du verstanden? Verstehst du das? Ah ja, vorsichtig! Oha. Ui, danke, Daniel. Oh, krass. Daniel, danke. Ich hab das Skalpell nicht gesehen. Oh, scheiße. Gerade noch rechtzeitig. Warum hast du nicht geschossen? Du hättest umgebracht werden können. Ich weiß. Es hat sich einfach nicht echt angefühlt. Es hat sich mehr angefühlt wie... Er ist wieder bei Bewusstsein. Okay. Dolles zur Rettung, hä? Officer Dolles, warum haben Sie nicht auf mich geschossen? Was? Ich weiß, dass Sie mich hassen. Was willst du damit sagen, hä? Natürlich hasse ich dich. Wegen dir ist Lorraine... Lorraine? Also hat dein Junge es geschafft zu entkommen. Du! Ich sollte dich schon längst getötet haben. Eines Tages wirst du dafür bezahlen. Wir werden sehen. Was haben Sie vor, Professor? Jetzt kommen Sie. Das werden Sie lieben. Ich warte auf die Geburt der ultimativen Lebensform.
Ja, war doch klar, dass der da mit drin ist, ey. Mann, Mann, Mann. Mitochondria kommt von der Mutter, aber sie sehen... Aber man kann Spuren von dem Vater in kleinen Mengen finden. Okay. Bezüglich auf Eve, ihre Schwester in Japan, konnte ihr Ziel nicht erreichen, weil der Vater, die Vatersmitochondria, eine Rebellion durchgeführt hat. Damit Eve diesmal zum Erfolg kommt, habe ich Sperma ohne die männliche Mitochondrien-DNA generiert. Die Kreation war ein Erfolg und Eve ist jetzt schwanger mit Melissas Körper. Ist das Kranke schwanger? Wie kann das möglich sein? Verdammt. Ah ja, wir müssen Eve töten. Lass uns gehen. Ihr Menschen seid so schwach. So dumm. Oh Mann. Dieser Typ, ey. Ihr mögt ja vielleicht hier reingekommen sein und bis jetzt die Sachen auf eure Weise durchgezogen haben. Aber jetzt wird sich alles ändern. Ihr werdet Eve nicht mehr dazwischen funken. Eve, hörst du mich? Du musst nicht mehr warten. Nicht mehr warten. Ich bin bereit. Was? Was? Wovon zur Hölle reden sie? Daniel Maeda, rennt! Sie wird den ganzen Platz explodieren. Oha! Was? So, also ich sehe schon, deine Mitochondria schützt dich vor der Verbrennung. Warum? Warum? Bleib hier und versuch mich zu retten. Als ob ich den jetzt auch hätte. Als erstes bin ich ein Polizist und das ist meine Arbeit. Aber nach allem bin ich ein Mensch. Wie ich sagte, Menschen sind erbärmlich. Klempki. Oh mein Gott, Leute, Dr. Klemp ist nicht mehr. Kann ich hier irgendwas von da lassen? AT4, nein, um Gottes Willen. Eine Medizin 3. Klemp ist nicht mehr, Leute. Schaut euch den an. Der ist von Eve jetzt verbrannt worden, weil Eve keinen Bock mehr hatte, unter seiner Forschung zu leben. Ja, das ist höchst interessant. Ja, der Klemp, der hat wirklich damit drinne gesteckt. Und jetzt rennt hier irgendwo eine Eve rum, ohne einen Klemp, der sie irgendwie noch zurückhalten könnte. Aber er war ein Arschloch, schaut euch das an. Er war einfach ein Arsch. Aber so kann's gehen, ne? Irgendwann geht die Sache halt außer Kontrolle und ja, da muss man sein Leben dafür geben. Lesson learned, Dr. Klemp. So, kann ich da wieder rein? Ich kann da wieder rein. Okay. Er ist verbrannt, schaut euch das an. Seht ihr? Er ist verbrannt. Tja, Klemp. Scheiße gelaufen, ne? Was züchtest du auch hier irgendwelche Scheiße? Also wirklich. So, wo muss ich denn jetzt hin, liebe Leute? Muss ich hoch? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich glaube, oben war noch ein Bereich, wo ich noch nicht war. Der Aufzug, der funktioniert zwar jetzt, aber ich weiß, ich muss gucken. Also ich glaube, das war hier, wo wir jetzt hin müssen. Weil wir müssen jetzt Eve finden. Hier kommen auf jeden Fall schon mal Gegner. Ist doch schon mal gut, oder? So, was haben wir denn? Wieder ein Dino, okay. Ein Flugsaurier. So. Davon nicht treffen lassen, weil das macht dich blind. Ah ja. Und das ist ziemlich nervig. So, zack, zack. So. Was? Das reicht nicht? Zweimal reicht nicht? Na gut, komm. So, Medizin 3. Perfekt. Ja, unser Inventar ist voll. Ja, wir sind voll, ne? Wir sind auch voll geheilt hier. Also Inventar ist ziemlich voll. Und jetzt kann irgendwann mal ein Bosskampf kommen, finde ich.
wo wir mal wieder unsere Items loswerden. Aber ja, krasser Story-Part, den wir hier wieder gesehen haben, ne? Richtig krass. Und ja. Jetzt müssen wir nur noch Eve finden. Ich frage mich nur, wo die ist. Das Museum ist ja so riesig hier. Da ist, glaube ich, nichts drin, oder? Inventar ist voll. Medizin 3. Medizin 2, ja gut. Nee. Dann waren wir hier schon. Okay. Dann Medizin 2 gegen Medizin 3. So. Nee, da muss ich jetzt suchen, wo das ist. Leute. Weil das war ja irgendein Dinosaurier zum Leben erweckt worden. Na, und das war, glaube ich, hier irgendwo. Jetzt könnte ich hier wieder runter, aber will ich das? Will ich gar nicht. Die Eve, die ist wohl auf dem Dach irgendwo, ne? Hier kommen jetzt auch gar keine Gegner mehr, komischerweise. Also irgendwas ist hier komisch, ja? Skelett. Da war die Happy Family. Genau. So, Exit. Das sieht doch schon mal gut aus. Da wollte ich nämlich hin. Ich wollte nämlich ganz nach oben, Leute. Ganz nach oben. Hä? Wieder runter? Ja gut, dann kommen wir wieder runter. Mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Weil irgendwo muss es ja sein. Na, irgendwo müssen wir ja weiterkommen jetzt. Nur dieses Scheißmuseum ist halt übelst verwirrend. Weil es einfach so riesig ist. So. Aber wir haben jetzt den dritten Stock angeguckt und, ja. Müssen jetzt theoretisch einfach nur hier geradeaus runter, oder? Weil hier geradeaus runter konnten wir, glaube ich, nicht hin. Oder wie war das? Oder? Moment. Jetzt bin ich hier bei diesem Weihnachtsbaum, okay. Hm. Ach, hier konnte ich nicht rein. Stimmt, Just Klemke. Genau, Leute, hier konnte ich nicht rein. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall schon mal noch ein Kampf. Ein Skorpion, ja toll. Scheiße. Der schlägt dann wieder 10-mal. Genau. So, und zack, zack. Aua. Zum Glück macht er nicht viel Schaden, ey. So, zack, zack. Der hält aber auch viel aus. Also, langsam nicht mehr feierlich. Hält echt viel aus. So. Jetzt geh sterben. So, dankeschön. QP brauche ich nicht. So. Dafür haben wir einen Zauber-Detox. Gut, dann würde ich mal sagen, PI Heal 2. Oh, nochmal am besten. Heal 2. So. Und dann haben wir ja hier noch eine Treppe. Wo geht die denn hin? Leute, wo geht die denn hin? Was ist das denn hier? Okay, da gehe ich aber gleich nochmal hin. So, ist nochmal ein neuer Bereich. Was ist das hier? Use Clamp Key. Ich kann hier weiter, okay. Oh! Na toll, jetzt bin ich wieder hier. Super. Shit. Ah, hier muss ich, glaube ich, gleich hin. Stimmt, Leute, hier muss ich, glaube ich, gleich hin. Aber da oben war ich jetzt erstmal richtig, glaube ich. Ich kann mich nämlich erinnern, dass hier tatsächlich zwei Bosse auf uns warten. Nämlich das Ding hier. Schaut euch das an. Das sieht schon so aus, als würde das gleich zum Leben erwachen. Ganz genau, Leute. Das wusste ich, ey. Das war so klar. Dass wir jetzt gegen das Vieh kämpfen müssen. Nee. Das sieht doch schon so aus, so fleischig. Na gut. Okay. Es ist aber ein normaler Gegner anscheinend, also kein Bosskampf. Aber es ist doch ein Bosskampf, das ist nämlich ein Triceratops. Und der hat vorne halt eine Panzerung. Deshalb. So, einfach draufballern. Einfach weiter draufballern da. So. Wie geht? So. Hörst du mal auf. So, da kann ich tatsächlich gleich meine Medizin nehmen, ne, wenn das so weitergeht. Oh, 103 Schaden, 69 Schaden. Ja, dann nehmen wir eine Medizin 3. So. Perfekt. 180? Oh. Okay, ja dann. Nimm noch eine Medizin 3. So. Ich dachte, das ist eine Vollheilung.
Aber nee, das war einfach die Medizin 4. Die für den Vollheilung ist. Verdammt. Ja, okay. Aber wer, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Ich werde die Waffe wechseln. Ah, T4. Was soll denn das? So, ich werde den jetzt auch ordentlich einheizen mit dem Ding hier. Na, komm schon. Da. Ja, zack. Obwohl, so viel Damage macht das Ding auch nicht. Oh, scheiße, Leute. Ich muss mich unbedingt mal heilen jetzt hier. Bevor ich hier drauf gehe, Mann. Medizin 4 kommt. Ich brauche eine Medizin 4. So. Oh, wunderbar. 400. Und stehen bleiben. Genau. So kriegen wir möglichst wenig Schaden. Ja, der Raketenwerfer bringt nicht viel, ne? Ja gut, dann wechsel wieder. Maeda's Gun, ne? Aber ich glaube, die ist special, die Maeda's Gun. So. Jetzt wird mal wieder geschossen hier. So, reicht langsam. Blödes Ding. Und nochmal ausweichen. Ah, verdammt. So. Zack, zack. So, und einmal PI Heal 3. Das macht gut Heilung. 280 und stopp. Genau. So. Ja, wie gesagt, das Ding, das macht schon ordentlich. Das hält schon ordentlich aus, ja. So. Oh, was denn jetzt? Was denn jetzt? Was macht er denn jetzt, ey? Der Kopf ist kaputt, ne? Schaut euch das an. Der Kopf ist im Arsch. Wie geht, ey? Boah, ist das eklig. Der weiß gar nicht mehr, wohin. Na, der ist gleich fertig, Leute. Der kann nicht mehr lange. 105. So. Zack. Komm, du bist doch gleich fertig. Du kannst doch nicht mehr lange. So. Ach, verdammt. So. Und... Ah, Mann. Der trifft schon ordentlich. So. Weg ist er. Perfekt. Oh, Leute. Level up. Level 33 und, was noch wichtiger ist, Parasite Overthrow Liberate. Das ist der beste Zauber aus Parasite Eve. Setzt die Mitochondrien Kontrolle frei. Genau, Leute. Und dieser Zauber ist echt mega heftig. Den werdet ihr gleich sehen. So. Einmal voll geheilt hier. Was so? Ach du. Okay. Ja. Was ist jetzt? Wir sind mit dem Dinosaurier runtergefallen. Mein Körper fühlt sich an, als würde er verbrennen. Okay, hier sind auf jeden Fall zwei Kisten. Ammo. Medizin 4. Ja, Leute, die bereiten uns da auf was vor. Allerdings, liebe Leute. Ja. Werde ich das jetzt so machen, weil die Folge schon wieder fast am Ende ist. Wir sehen den Bosskampf. Da kommt jetzt nämlich ein Bosskampf. Wir sehen den das nächste Mal und... Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, lass mal die Glocke klingeln. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, wie gesagt, und ja, dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.